Hallo, liebe Vogelfreunde. Heute möchte ich Ihnen meinen kleinen Nachwuchs stolz präsentieren. Der kleine Mann hier ist ungefähr, so 2,5, 3 Wochen alt. Und ihr seht, er zedert gerne ein bisschen rum, aber so schrecklich findet er das auch nicht. Warum? Ich habe eine warme Hand. Und das findet er gut. Und das ist der Weg, wie man von vornherein ein Wellensittichküken an sich gewöhnt und auch relativ zahm macht. Ich will die Vögel gar nicht so ganz zahm haben. Das ist gar nicht meine Intention, das ist gar nicht mein Wille. Aber ich möchte, dass sie zutraulich sind und keine Angst vor einem haben. Ich halte ihn ja jetzt nicht mit Gewalt fest. Er sitzt jetzt hier bei mir auf der Hand. Es ist eine Henne, wird es. Das heißt, die Hennen zedern eh ein bisschen mehr rum als die Hähne. Ja. Ich lasse ihn jetzt mal kurz runter. Er wird er bestimmt jetzt wieder loszedern, weil jetzt will er bestimmt nicht mehr von der Hand runtergehen. Ja. Ah ja. Er ist leider ein Einzelkind, aber damit er ein bisschen Abwechslung hat, nehme ich ihn halt ab und zu mal raus. Und jetzt setzen wir mal wieder zurück, dass die Mutter nicht denkt, dass er weggebracht wurde. Wenn Sie in den Nistkasten schauen, wenn Sie sehen, auch hier habe ich eine Kolbenhirse rein verbracht. Und zwar ist es so, dass doch die Vögel, wenn sie das Alter haben, wie jetzt hier, dass sie doch schon mit so 2, 3 Wochen anfangen leicht zu fressen. Ja. Und dann hat er schon ein bisschen was zum Knabbeln. Und ist nicht so ganz abhängig von der Fütterung von seinem Vater und von seiner Mutter. Ich werde jetzt mal in Ruhe lassen. Also es war hier ein sogenannter Schauwellensittich. Das heißt, das ist die größere Variante von den Wellensittichen, die es so üblich im Handel gibt. Mit denen geht man auch auf Ausstellung. Und dieser Farbschlag hier ist ein zimthellblauer Vogel. Sie sehen vorne im Brustbereich ist es doch etwas dicker. Das ist der volle Kropf. Das heißt, er ist gut gefüttert. Und wie gesagt, jetzt lassen wir mal in Ruhe und lassen wir mal allein. Vielen Dank.